Dankeschön. Oh Mann. Leute, ich... Robby, es tut mir leid, es hat ein bisschen gedauert. Guckt euch diese Schuhe an. Ich wusste ja nicht, oh, dass ich übers Kopfsteinpflaster antreten muss. Hat irgendeiner von euch hohe Schuhe an hier? Da, du, wie schön. Ja, ihr wart natürlich schlau. Aber man denkt das immer so, hohe Schuhe, ne, Männer stehen irgendwie auf hohe Schuhe. Ehrlich, du kannst einer Mülltonne, kannst du hohe Schuhe anziehen. Du wirst immer einen Kerl finden, der seinen Sack in dieser Tonne entsorgen möchte. So ist es doch. Aber jetzt bin ich oben angekommen, also ganz oben natürlich, schon klar. Ich habe mich sehr gefreut über die Anmoderation Comedy Queen, deswegen auch im Schloss, deswegen sind wir heute hier. Einfach, dass ich mich ein bisschen heimisch fühle. Ich bin so froh, ehrlich gesagt, dass ich überhaupt angekommen bin. Ich bin mit dem Zug gefahren, 75 Minuten Verspätung, wo man immer schon die ganze Zeit so eine Krawatte hat. Ich mache aber jetzt keine Witze über die Deutsche Bahn. Die kommen nämlich nie an. Tut mir leid. Ja, nein. Es ist so. Ich fluche wahnsinnig gerne und ich fluche so gerne. Aber in der Bahn geht das nicht. Du kannst ja nicht die ganze Zeit da rum. Was ist denn der Scheiße? Dann wirst du irgendwann abgeführt an der nächsten Station. Ich liebe es aber im Auto zu fluchen. Wer flucht von euch noch gerne im Auto? Ist das geil? Ist das geil? Da kann man alles rauslassen. Du musst ein bisschen was beachten. Also zwei Sachen sollte man beachten. Erstens Scheibe hoch. Und dass man alleine im Auto ist. Ich weiß noch, als mein Sohn mal abgeholt wurde von einer Freundin von mir aus der Kita mit ihrem Sohn, ne? Die beiden Jungs sind so befreundet. Und dann hat sie ihn mir gebracht und sagte, du, witzige Geschichte gerade im Auto. Sie hatte sich irgendwie geärgert über einen Verkehrsteilnehmer. Und wisst ihr, was ihr rausgerutscht ist? Du Idiot. Und ich dachte so, Gott, okay, also... Oh Gott, wie soll ich das Kind je wieder auf den rechten Weg kriegen? Das, du Idiot, Entschuldigung, da kriege ich fast Milcheinschuss. Aber alles gut, ja, sie, wie das so ist mit Fremdkind, das kennt man, oder? Wenn man so andere Kinder im Auto hat, will man ja immer alles richtig machen. Wer weiß, was die zu Hause erzählen. Und sie sofort, oh, ja, huch, ja, was ist mir denn da rausgerutscht? Und mein Sohn kräht, Mama sagt immer, du Wichser. Dann versuchst du es noch zu retten. Ich sag, nee, ich sag ganz häufig, ich beeil mich, wir sind fix da. Vielleicht. Ey, und ich riech mich so gerne auf. Wisst ihr, was meine absolute Hasssituation im Straßenverkehr ist? Reißverschlussverfahren. Wo man immer denkt, abwechselnd. Erst der eine, dann der andere. Das muss mehr abwechseln. Was ist, hatten die als Kinder alle nur Schuhe mit Klettverschluss? Ich weiß es nicht. Ey, es heißt einer nach dem anderen und nicht ab und an lasse ich mal einen rein. Dann hieß es ja Junggeselle in den Abschiedsverfahren. Nein. Ja, bitte. Aber ich meine, man kennt das selber, ne? Linke Spur, du siehst, oh, in 600 Metern geht's rüber für dich. Spur endet. Erster Impuls, ach, ich geh schon mal rüber. Dann fällt dir ein, oh, das darf man ja nicht. Das ist ja gegen die Regel. Da, also bleib ich links. Vor dir aber jemand, oh, oh Gott, 600 Meter, das schaffe ich nicht mehr. Ich werde am Ende der Spur, ich werde verhungern. Du kannst die Erdkrümmung noch sehen, aber die, sie werden mich als Skelett am Steuer finden. Also, geht der rüber. Du denkst, geil, den bist du schon mal los. Jetzt ist das so, man fährt selber weiter, weil man weiß, die Regel ist ja, ich muss bis zum Ende fahren. Geht euch das auch so? Die letzten 100, 200 Meter, man hat immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, als würde man sich vordrängeln. Ich würde am liebsten immer das Fenster runter machen. Ich muss das tun! Das ist die Regel. Jetzt kommst du am Ende an, hast natürlich den, der vor 600 Metern schon rübergegangen ist und der... Lass ich nicht rein. Immer auch mit diesem Gesicht, ne? Was denn? Anstatt das zu feiern, man könnte ja auch Fenster runtermachen. Und dann frage ich mich immer, sitzt der dann so abends auf der Bettkante und denkt, es war ein guter Tag.
Das ist so klein, ne? Aber so, da kann ich aber alles loslassen, ja? Auto ist super, aber wenn Kinder dabei sind, man muss so oft darüber nachdenken und dann denkt man nicht dran. Meine Freundin letztens, ach Gott, wie das so ist, ne? Sie mir diesen Witz erzählt, vielleicht kennt ihr den auch, unterhalten sich zwei Freundinnen, sagt die eine, hör mal, schreit dein Mann auch immer so, wenn er kommt, sagt die andere, nö, der hat einen Schlüssel. So. Ja. Alles gut. So. Wie das so ist, wir so nicht daran gedacht, dass mein kleiner Sohn im Zimmer ist, ne? Hä, verstehe ich nicht. Erklär mal. Und du denkst, ja, aber doch nicht jetzt. Das Geile ist, man denkt immer, man wäre so cool, ne? Alles easy, ich bin Kind der 70er, der hat Fragen, erkläre ich dem. Und dann denkst, aber jetzt? Jetzt? Und meine Freundin sofort, nee, pass auf, das ist, weil bei dem anderen ist die Klingel kaputt. Und er sofort, ist ja voll langweilig. Ja, das verstehst du später. So. Die Kuh war vom Eis. Aber letztens sitze ich mit meinen Jungs am Sofa. Wir gucken eine Kabarettsendung. Einfach auch mal ein bisschen was mit Niveau. Wo du denkst, was soll schon passieren? Jetzt kommt mein geschätzter Kollege Thorsten Sträter. Liest original folgenden Satz vor. Hatte irgendwie Senf im Gesicht. Und sagt, ich sehe aus, als hätte Bibo mir ins Gesicht ejakuliert. Und ich denke, sag mal, Thorsten, spinnst du? Du siehst doch, wie ich hier sitze. Ja, das, am liebsten hätte ich gesagt, ihr guckt da nicht hin. So, dann nächstes kommt, versendet sich. Mein einer Sohn, Mama. Und ich dachte nur, bitte nicht. Hä? So. Wer ist Bibo? Oh, Gott. Gott sei Dank. Aber das Geile ist, anderen geht's ja genauso. Ich saß letztens im Zug, vor mir so eine Familie, ne? Mutter mit Tochter, Mutter sehr beschäftigt am Laptop. Die Kleine las in so einem Buch, irgendwie, was ist was, mein Körper. Ne? Du, las da die Seiten durch. Irgendwann ganz schön mittendrin, sie so, Mama, wofür hat man eigentlich so ein Gehirn? Und die Mutter, wie gesagt, sehr beschäftigt, so, Schatz, ich habe gerade wirklich was anderes im Kopf. Ah. Gut. Irgendwann kam sie aber offensichtlich zu entsprechender Stelle und krähte gut hörbar, Mama, wo kommt eigentlich der Tampon rein? Und du hast so gesehen, wie alle drumherum so, das würde ich jetzt aber auch gerne mal wissen, ja. Weil du sofort denkst, nicht mein Kind, Gott sei Dank. Und die Mutter dann aber so ganz cool, ja, der kommt da rein, wo die Babys herkommen. Und die Kleine mit großen Augen, in den Storch? So. Und wisst ihr, was das Allerbeste war? Dass die Mutter einfach nur gesagt hat, ja. Ja, Gott, danke schön. Also. Aber Man ist so erleichtert, ne? Man denkt so, Gott sei Dank. Ich hatte natürlich sofort Angst, dass ich jetzt so einer Erklärung zuhören muss. Weißt du, es gibt ja so Mütter, ne, die einfach, du, das ist mir egal, wo ich bin. Nee, der Kleine hat eine Frage. Kriegst du die Antwort. Aber, also sowas wie, keine Ahnung, wenn die Mutti einmal im Monat blutet, wo man schon so denkt, ich will das Wort noch nicht mal hören, ja? Dann kann die sich das ja schlecht zutackern oder Löschblatt davor kleben. Deswegen kommt dann da ein Tampon rein. Und weil ich sowas nicht aushalten kann, ich grätsch ja immer so total peinlich dazwischen. Ich würde dann auf jeden Fall sowas sagen wie, du, und wenn du dann Glitzer drauf sprühst, kannst du den auch noch super an dem Band in den Weihnachtsbaum hängen. Das ist das Gute, ja. Egal, ich hatte ja Glück. Ich erinnere mich gerne daran, als mein Sohn irgendwann das erste Mal das Ding entdeckt hat. Ich war gerade am Telefon. Er kam dann mit der Trottel um die Ecke. Mama, was ist das? Und dann so, du Schatz, das erkläre ich dir mal, wenn man blutet. Ich lass mich eben zu Ende telefonieren. Ich habe nicht mehr dran gedacht. 3 Tage später, 2 so Dinger in der Nase. Und dann auch mit diesen Trotteln da, weißt du, so, pff, wie so ein Walross. Pff. Ich sage, was ist denn los? Ich habe Nasenbluten. Ich sag, ja. Dann habe ich ihm erstmal erklärt, wofür das wirklich ist. Also nicht gezeigt. Um Gottes Willen. Dann muss der wieder 3 Wochen mit Licht einschlafen. Nee.
Das will ja auch keiner. Aber die Zeit nehme ich mir. Dankeschön. Aber ganz am Ende muss ich euch noch eine Sache erzählen, die ich auch im Zug mal erlebt habe. Manchmal gibt das ja so, dass Leute wahnsinnig laut telefonieren, wo man immer denkt, hey, das will eigentlich niemand wissen. Manchmal will man es auch doch wissen, aber manchmal erlebt man so schöne Sachen. Zum Beispiel ein Mädel, ich war mal im ICE, 300 Stundenkilometer, ne, richtig schnell. Also du bist richtig schnell von einem Platz am nächsten. Und sie, hallo, hallo, was Nettes hier, ist so schlecht, ich gehe mal ein Stück nach vorne. Das hat's echt gebracht. Aber das Beste war, ich saß letztens im Regionalexpress, ne? Und so ein Typ auch sehr laut, Mäuschen, du holst mich ab. Oh, das ist ja toll. 12.57 Uhr, Gleis 13. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich. Und wir anderen bildeten schon so ein bisschen so ein Team, weil er nicht aufhört. Ich freue mich. Nein, ich hab dich mehr lieb. Ich hab dich mehr lieb. Und wir uns schon so angeguckt, so, ja, komm. Er hat dich mehr lieb. Leg einfach auf. Ne? Ich freue mich auf dich. So, aufgelegt. Nächstes Telefonat gestartet. Schatz, wir können uns heute nicht sehen. Meine Frau holt mich ab. In dem Sinne, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank! Da gibt es noch weitere Videos. Da geht's zur ARD Mediathek und da abonniert ihr den Kanal.